Moin liebe Top-Familie und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge von My Little Pony. Wir reagieren auf Folge 12, die da heißt die Geschichte von Ponyville. Sehr cool, denn letzte Folge haben wir auch schon auf eine coole Folge reagiert, wo es so gesehen um die Geschichte von Equestria ging. Jetzt ist es Ponyville, von daher ich bin sehr gespannt, was passiert. Vielleicht war ich deswegen irritiert, weil ich immer dahin gucke und da nur die Folgen aufgelistet sind bei dieser Episodenaufzählung, dass ich immer weiß, in welcher Reihenfolge ich die Folgen gucke. Nicht, dass hier was vertauscht ist in dieser Playlist. Von daher, vielleicht war ich deswegen letzte Folge so ein bisschen irritiert und hab immer gesagt, ach, das ist die Geschichte von Ponyville, dabei war es Equestria. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Wieder so eine Geschichtsfolge landen, nenne ich es mal. Boah, muss ich gerade kurz aufstoßen, tut mir leid. Ja, mal gucken, was in dieser Folge passiert. Ihr könnt jetzt schon sehr gerne eine Bewertung da lassen. Daumen nach oben wäre cool. Ansonsten abonniert gerne diesen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch immer zu den Videos hier benachrichtigt werdet und diesen Kanal weiterhin unterstützt. Von daher würde ich sagen, beginnen wir mal mit dieser Folge. Hallo Applejack. Und hallo Werwölfe. My little pony, trägt die Worte, Freundschaft gut sein kann. My little pony, das verbotet ihm die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz. Von allem ganz viel, lieb und freundlich zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. My little pony, seine allerbeste Freunde seid ihr. Prost auch nochmal an euch. Soll ich sagen, was mir gerade mal aufgefallen ist? Mir fallen immer wieder Sachen auf. Viel zu spät, aber das Ding ist, wenn jedes einzelne Pony da ist einmal, Fluttershy, Applejack, Rarity, doch in diesem Intro, jedes einmal alleine, hört man ja auch nur eine Stimme singen. Aber es ist nicht die Stimme, die singt, die man sieht. Es ist jemand anderes. Ist mir gerade aufgefallen. Wusstet ihr bestimmt schon, aber... Yep. Fertig, Granny. Fertig für was? Für deine Buntapfelmarmelade. Stimmt genau. Es ist wieder an der Zeit, die gute alte Buntapfelmarmelade zu machen. Ja, Granny, ich freue mich schon. Worauf freust du dich? Buntapfelmarmelade mit dir zu kochen. Natürlich. Ich mach die schon, seit ich ein ganz kleines Pony war. Also sei gewarnt, Pickelpier. Dieser Vorgang besteht aus vielen Schritten und man muss jeden einzelnen ganz exakt durchführen. Ansonsten kann man die Marmelade vergessen. Hier. Oh, eine von deinen Millionen geheimen Kräuterzutaten für die Buntapfelmarmelade? Das ist dein Besen. Na los, Kleine, fang schon an zu fegen. Und während du fegst, kümmere ich mich so lange um... ich mache dann... Ach, du liebes Pony, ich würde meine Mähne vergessen, wenn sie nicht an meinem Kopf angewachsen wäre. Oh. Oh dear, das sieht gar nicht gut aus. Achso, oder... Ah, nee, das soll es da sein. Sind die Buntapfelblätter. Pünktlich auf die Minute. Ach, das soll es sein. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, O, K, L, M, N, O, P, Q, S, T. Na, sieh einer an. Hallihallöchen, Filthy Rich. Hallo, Granny Smith. Mir ist zu Ohren gekommen, dass in ein paar Tagen Buntapfelernte sein soll. Ist das wirklich wahr? In 4 Tagen, um genau zu sein. Das sind sehr gute Neuigkeiten. Und wie immer bekomme ich deine ersten 100 Gläser? Natürlich, Filthy. Ach, nenn mich doch Rich. Und wie geht es deinem Vater? Oh, der scheint mir... Der kommt mir vor wie so ein Halsabschneider. Wie so ein Betrüger. Der hat Geldsäcke als
In dem Sinne als hier Schönheitsfleck. Der kommt mir nicht ganz koscher rüber. Und das ist bestimmt seine Tochter. Die kommt mir auch nicht ganz... Oh, du armes, armes Ding. Oh je, du musst echt mit Granny Smith Buntapfelmarmelade machen. Ich kenne diese Stimme. Ich freue mich schon seit Jahren darauf, Buntapfelmarmelade zu kaufen. Oh, scheiße. Du tust mir nicht wegen der Marmelade leid. Du tust mir wegen Granny Smith leid. Sie muss dir so peinlich sein. Ich muss testen, ob er sich eignet. Warum? Wieso sollte sie? Na, weil sie sich immer so albern verhält. Und sie vergisst alles. Ihretwegen trägst du dieses schreckliche, lächerliche Kostüm. Oh, wer hat diese Stimme? Granny hat gesagt, dass man dem Wasser... Zum Glück lebst du hier auf der Farm und nicht in der Stadt, wo alle Ponys dich sehen können. Keine Sorge, dein Geheimnis ist bei mir sicher. Sie soll peinlich sein? Besten Dank, Filzi! Jetzt leg mal einen Zahn zu, du Trantüte. Ich kenne diese Stimme. Und es regt mich schon wieder auf. Ich hasse es. Warte mal. Ich werde später danach googeln. Nicht jetzt. Weil sonst muss ich wieder eine Menge rausschneiden und dann vergesse ich das. In irgendeiner Folge habe ich das, glaube ich, mal vergessen. Oder zu wenig. Ich werde später nachgucken. Noch unheimlich viele Sachen besorgen. Na komm, Schätzchen. Wir machen Buntapfelmarmelade, wuppdidu. Und besorgen jetzt alles dafür, wuppdidi. Wir singen und tanzen, dididi. Unsere Marmelade essen wir gern. Früher sahen die irgendwie anders aus. Hey, wer reinbeißt, muss es kaufen. Oh, ja, hallo Bienen, Bienchen, Bieneleinchen. Oh, ihr Süßen, ihr wart wieder mal emsige Bienchen, nicht wahr? Granny, kannst du den Honig nicht auf eine weniger alberne Art sammeln? Ja, das Verhalten finde ich nicht gerade gut. Ist der Honig nicht köstlich? Bitte hör auf. Und der ist genau richtig um unsere... Also, wenn man von Anfang an mit jemandem nicht unterwegs sein will, weil man nicht irgendwie, ja, in so eine peinliche Situation kommen will, soll man es von Anfang an sagen. Oder sagen, ich komme nicht mit. Aber gerade familienmäßig, finde ich, sollte nie etwas einem peinlich sein. Oder man sollte nicht für jemand anderen schämen. Also da finde ich das Verhalten von Äppelblumen nicht richtig. Also, man weiß, wann man entweder selbst sagt, nee, ich komme nicht mit oder ich mach das nicht, weil man eben weiß, nee, mit der Person irgendwie wird das peinlich, irgendwie aus irgendeinem Grund. Manche mögen es ja so empfinden. Ich hatte nie das Gefühl, dass mir meine Eltern oder irgendwie so peinlich waren. Nie. Ich hatte nie dieses Gefühl. Oder umgekehrt auch. Also ich hoffe ich zumindest. Außer auf einmal sagen mir das jetzt meine Eltern. Aber das war nie so. Und dass man selbst dann dieses Gefühl hat, nee. Also kann ich irgendwie zu 0% gar nicht nachfühlen. Gar nicht. Also... entweder man soll sagen, nee, hier, ich gehe jetzt, aber gerade familienmäßig finde ich, man sollte immer zueinander stehen. Egal, wenn jemand eigenartig ist. Ist doch egal, Punkt, ist doch vollkommen egal. Es ist meine Familie, ich stehe dazu, Punkt. So sehe ich das. Und Apfelmarmelade zu machen? Psst, nicht so laut, Granny. Granny, bitte. Meine Freundinnen beobachten uns. Nee, das sind nicht deine Freundinnen. Diese Fohlen sind deine Freundinnen? Hallo, Winzlingsfreundinnen. Hi, Granny Smith. Hi, Winzling. Na, die sind ja süß. Also, als ich noch klein war, da gab es nicht so hübsche Ponys. Sind wir mit Einkaufen fertig? Ich würde gern zurück zur Farm gehen. Schnell! Alles erledigt, mein Schnullerbäckchen. Ich hab mein Honig, Dudli-Du. Ich hab mein Honig, Dudli-Da. Ich hab mein Honig, Dilli-Di.
Ich würde mitsingen. Dann übernahmen wir den Großhandel. Wir kauften große Mengen ein, senkten unsere Preise und gruben allen anderen Geschenkeläden der Stadt das Wasser ab. Und deswegen ist Richies Hofladen zum Grundpfeiler des Einzelhandels in Ponyville geworden. Tja, vielen Dank, Mr. Filthy. Ich meine, Mr. Rich, wir haben deiner Geschichte gerne zugehört. Und vielen Dank nochmal, dass du Teil unseres Familientages bist. Na, dann wollen wir doch mal sehen, wer am Montag ein Familienmitglied für den Familientag mitbringt. Applebloom. Aber Miss Cheerily, am Montag ist Buntapfelerntetag. Applejack und Big Macintosh werden zu beschäftigt sein, um einen Vortrag zu halten. Gibt es denn kein anderes Pony in deiner Familie, das vielleicht... Miss Cheerily, Applebloom's Granny Smith macht bei der Ernte nicht mit. Sie könnte doch kommen. Oh, aber, nein, das wäre... Das ist eine hervorragende Idee, Tia. Ist das die Stimme von Brooke Davis aus One Tree Hill? Boah. Lasst mich danach gucken. Das könnte ich mir gerade vorstellen. One Tree Hill. Dann gehen wir zu den Synchronsprechern der Serie. Gucken bei Anne Helm. Und jetzt ist die Frage, Anne Helm. Serie. Ist das Silver Spoon? Gucken wir mal ganz kurz. Ist das Silver Spoon? Junge, habe ich das doch noch selbst rausgefunden? Silver Spoon. Hä? War hier nicht im Silver Spoon My Little Pony? Silver Spoon. My Little Pony. Wait, warte mal. Yara. Oh, Granny Smith macht bei der Ernte nicht mit. Sie könnte doch kommen. Silver Spoon ist die Graue. Really? Ich dachte, das hier wäre Brooke Davis. Das ist jetzt ja echt irgendwie lustig. Ha. Tierra wäre aber die andere. Warte mal. Tierra. Tierra. My Little Pony. Das ist die Diamond Tierra. Jetzt müsste ich nur von Tierra die Synchronstimme herausfinden. Tierra, gucken wir doch mal. Tierra, My Little Pony, Synchronsprecher Deutsch. Jennifer Weiss. Warte, die spricht auch Pinkie Pie? Das macht doch gar keinen Sinn. Hä? Hä? Warum kommt sie hier bei Pinkie Pie? Das macht doch gar keinen Sinn. My Little Pony. Ich will das jetzt hier herausfinden. Tut mir leid. Tierra. Warum finde ich nichts unter Tierra? Ich werde später wieder nachgucken. Aber, nein, das wäre... Das ist eine hervorragende Idee, Tiara. Tiara. Applebloom, du bringst am Montag deine Granny Smith mit. Habt ein schönes Wochenende, meine Ponys. Granny Smith? Am Montag werde ich zur größten Lachnummer von ganz Ponyville. Anne Helm ist die zweite Stimme. Jill Böttcher. Jetzt habe ich die Stimme. Tut mir leid, Applebloom. Wir können doch die Ernte nicht einfach unterbrechen, um in deiner Schule einen Vortrag zu halten. Du weißt, wie das läuft. Das tue ich. Ja, am fünften Tag verschwinden die Buntäpfel wieder.
Ach, natürlich, das ist Hannah von Pretty Little Liars. Mein Gott, ich wusste doch nur, ich kenne diese Stimme. Ja, natürlich. Ja. Ah, mein Gott, ja, natürlich. Das ist Hannah Marin von Pretty Little Liars. Oder Sophia von The Originals. An die kann ich mich auch noch erinnern. Mal gucken, hier ist aber auch sehr viel Animationsserie. Ja, hier. Auch lustig. Seit 2011, jetzt passt auf, hier bei Jill Böttcher, die spricht Diamond Tierra. Das ist die erste Stimme. Gleichzeitig ist das die erste Stimme auch von Prinzessin Luna und die zweite Stimme von Silver Spoon. What the fuck? Alles klar. Wer kann, der kann's. Das dritte Zeichen! Genau zur rechten Zeit! Ist das herrlich! Wow. Doch, sorry. Wow. Cool. Also gut, ihr faulen Vierbeiner, bewegt eure Hintern! Verstehe ich, Äppelblum. Aber keine Sorge, Granny Smith hat immer komische Geschichten auf Lager, die sie gerne erzählt. Ich weiß. Genau deswegen mache ich mir ja Sorgen. Bin ich nicht richtig. Das wird peinlich, beschämend, eine Schmach, eine Blamage, eine Demütigung. Hey, bist du jetzt ein Wörterbuch? Reiß dich zusammen. Wir sind hier, um dir zu helfen. Vergiss nicht, wir sind der Schönheitsfleckenclub. Wir verschieben deine Präsentation irgendwie. Oh, aber wie nur? Oh, diese vielen Sorgen machen mich ganz krank. Krank? Das ist es! Komm schon! Wie geil war das bitte gerade? Krank? Sie hat eine Idee und dann springt sie gegen das die Lampe. Ist es. Komm schon! Ihr ist ein Licht aufgegangen. Geil. Und das finde ich lustig. Achtung! Alle mal hergehört! Ich akzeptiere kein Gejammer, kein Geheule oder dass jemand dem Druck nicht standhält. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ab vor's Kriegsgericht! Bleib liegen, Äppelblum. Du musst krank aussehen. Hey, das ist heiß! Was zum Heuballen ist denn da oben los, ihr kleinen Racker? Oh, Granny Smith, wir wollten dich eigentlich gerade holen. Äppelblum ist krank. Sieht so aus, als müsste sie leider die ganze Woche zu Hause bleiben. Tja, besser kann es einem Pony gar nicht gehen. Und was jetzt? Die Sonne geht bald unter. Morgen ist Sonntag und dann habe ich nur noch einen Tag, um mir was zu überlegen. Hey, seht doch! Wow, Sternzeichen! Wow! Geil! Irgendwie geil! Auf eine Idee. Nichts da kaputt machen. Bitte nicht. Den Familientag können wir nicht verschieben. Also verschieben wir eben den Erntetag. Nein. Sie sehen aber noch nicht ganz reif aus. Nein. Äpfel zu früh zu ernten schadet ihnen nicht. Doch. Ich weiß nicht genau. Buntapfelbäume sind nicht so wie normale Apfelbäume. Bitte sie nicht. Sind magisch. So viel anders können sie gar nicht sein. Nein. Wenn wir sie nicht runtertreten können, pflücken wir sie eben. Seid ihr noch ganz bei Trost? Sonst noch irgendwelche klugen Ideen? Ne. Granny Smith, hier ist Cheery Lee. Äppelblum hat gesagt, du wolltest mich sprechen?
Hallo? Granny Smith. Oh! Ja, Hallöchen. Wie schön, dich zu sehen. Hi, Granny Smith. Ist alles okay? Aber na klar. Wieso denn auch nicht? Oh, Entschuldigung. Von Gürkchen kriege ich immer Schluck auf. Was ist das für eine dumme Idee? Ich muss dir leider sagen, dass ich am Montag doch nicht in die Schule kommen kann, um den Vortrag zu halten. Oh nein, wirklich? Es besteht kein Zweifel daran. Ich muss die Blumen scheren und die Schafe gießen. Ich meine, ich muss die Blumen gießen und die Schafe scheren. Oh, das ist ja sehr bedauerlich. Wir können den Termin auch verschieben. Oh, was? Wo bin ich denn? Ja, Hallöchen, Miss Cheery Lee. Machst du einen Spaziergang? Nein. Du hast mich gebeten, herzukommen, um mir zu sagen, dass du am Montag leider nicht zum Familientag kommen kannst. So ein Blödsinn! Den würde ich gegen kein Tässchen Tee in Canterlot eintauschen. Aber hast du nicht gerade gesagt... Wir sehen uns am Montag! Dass sie verwirrt ist, kann ich verstehen. Ich kann nicht glauben, dass sie aus ihrem Schläfchen aufgewacht ist. Sie wacht sonst nie aus ihrem Schläfchen auf. Ich wünschte, ich könnte einfach weglaufen und mich verstecken. Naja, du kannst nicht weglaufen. Aber ich wüsste vielleicht ein Pony, das es kann. Das fünfte Zeichen? Riesenbögen. Wow! Alter, wie geil! Die Bundapfelernte kann beginnen! Und schon morgen können wir loslegen und unsere Buntapfelmarmelade kochen! Miss Granny Smith, ein Telegramm! Oh, na das ist ja ein Ding! Ich soll Onkel Applestrudel besuchen und zwar sofort! Du kannst den 8-Uhr-Zug noch erwischen, Granny. Ich hab deine Sachen schon gepackt. Sehr aufmerksam von dir. Aber keine Sorge, meine kleine Schnullerbacke. Ich bin rechtzeitig zurück, um die Marmelade zu machen. Die Zugfahrt dauert den ganzen Tag. Ich bin gerettet. Wir freuen uns am heutigen Familientag, Granny Smith begrüßen zu dürfen. Applebloom, ist Granny Smith hier? Oh, es tut mir so leid, Miss Cheery Lee. Aber sie musste gleich plötzlich wegen eines dringenden Familienrats die Stadt verlassen. Drei, zwei, meine kleinen Ponys. Eins jetzt. Hallöchen, ihr alle. Ich freue mich wie ein Schwein in einem frischen Schlammloch hier zu sein. Was? Was machst du denn hier? Hast du den Zug verpasst? Nein, der ist gekommen. Und dann ist unser Onkel Applestrudel ausgestiegen. Kopfnuss. Also, ich kann's kaum erwarten, den Vortrag von deiner Granny zu hören. Falls sie sich an irgendwas erinnert. Aber das ist doch die Stimme von Mich Heller. Das ist das Lustige. Vor langer Zeit, als ich noch ein kleines Pony war, waren die Dinge hier in Ponyville noch ganz anders. Oh. Denn damals gab es noch gar kein Pony. Die Geschichte von Ponyville. Oh, sorry, genau zu so einem Zeitpunkt. So. Ein kleines Pony war, waren die Dinge hier in Ponyville noch ganz anders. Mhm. Denn damals gab es noch gar kein Ponyville. Ganz recht, meine kleinen Ponys. Meine Familie und ich waren Pilgerponys, als ich noch ein kleines Fohlen war. Oh, wir zogen durchs ganze Land, sammelten neue Samen und verkauften die alten. Und mein Vater war der beste Samensammler in ganz Equestria. Eines Tages fand sich die Familie Smith in der schönsten, großartigsten und prächtigsten Stadt aller Städte wieder. Und dieser Ort hieß Canterlot.
Ich schwöre euch bei meinen Hufen und Hinterbacken, so etwas habe ich davor und danach nie wieder gesehen. Und als ob die Schönheit dieser Stadt nicht schon genug gewesen wäre, plötzlich stand sie da. Prinzessin Celestia, das majestätischste Pony aller Zeiten. Und sie blieb tatsächlich stehen, um sich die Samenkollektion meines Vaters anzusehen. Die sieht genauso aus wie heute. Wir fix und fertig waren und uns nach einem festen Wohnsitz sehnten. Und weil sie eine königliche Prinzessin war, wusste sie natürlich ganz genau, wo wir uns niederlassen konnten. Mein Vater hat sich dafür untertänigst bei der Prinzessin bedankt. Schnell fanden wir das Land neben dem Wald der ewigen Magie und bauten unser erstes Zuhause. Dann legten wir unsere Obstgärten an. Aber ein Obstgarten wächst nicht über Nacht und wir hatten ziemlich wenig zu essen. Oh. Man hatte uns alle Anfänge schwer. Alles gewarnt und wir wussten, dass wir ihn nicht betreten sollten. Aber ich dachte mir, wo Lebewesen sind, muss es auch etwas zu essen geben. Es war dunkel und moderig. Ich will nicht lügen, es war sehr unheimlich. Jeder Zentimeter war mit Pflanzen bedeckt und ehe ich mich stand ich mitten zwischen den unglaublichsten Apfelbäumen. So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Solch farbenfrohes Obst. Oh, schnell wie der Wind begann ich, Äpfel zu pflücken. Okay. Ich drehte mich um und da standen sie vor mir, die Grauwölfe. So schnell bin ich noch nie in meinem Leben gerannt. Ich tat das Einzige, was mir in dem Moment einfiel. Mein Vater und ich pflanzten diese speziellen Apfelsamen. Dann konnten wir dabei zusehen, wie sie wuchsen. Wow. Die Bäume waren schneller ausgewachsen, als man rucki-zucki sagen kann. Danach habe ich die besonderen Merkmale der Buntapfelerntezeit ganz genau beobachtet. Die Auswirkungen des Wetters auf den Wald der ewigen Magie, das Heulen der Grauwölfe, wenn die Buntäpfel zu wachsen beginnen und wie sie wieder verschwinden, wenn man sie nicht alle an einem Tag pflückt. Und die Früchte unserer Arbeit waren die köstlichsten, die wir je hatten. Schon bald machte ich gläserweise Buntapfelmarmelade. Aber nicht nur die Ernte der Buntäpfel folgt ihren eigenen Regeln, auch das Einkochen der Buntapfelmarmelade. Ich lernte, dass man besonders freundlich zu den Bienen sein muss. Sonst ist ihr Honig nicht süß genug, um ihn mit den Buntäpfeln zu mischen. Wer hätte gedacht, dass man mit den Einweggläsern sprechen muss? Oder dass Buntäpfel pinkfarbene Tüten lieben. Aber mal. Ich dachte schon eben, das ist doch normal, dass so ein Glas gern kaputt geht. Nein, es ist halt so. Sie schlägt deswegen auf den Tisch, weil nur die guten Gläser durchhalten oder es eben aushalten. Geile Geschichte. Die ist eben etwas Magisches. Komisch ist das. Die Ponys kamen von nah und fern auf unsere Farm, nur um einmal meine Buntapfelmarmelade zu kosten. Einige beschlossen danach sogar zu bleiben, wie Stinkin' Rich, Tiaras Urgroßvater. Tatsache ist, dass das Erste, was er je verkauft hat, meine Buntapfelmarmelade war. Ehe wir uns versahen, hatten wir eine hübsche kleine Stadt, die voll von allen möglichen Ponys war. Und so entstand dann Ponyville. Und so wurde Ponyville gegründet. Wow, was eine geile Geschichte. Alle klatschen, guck mal. Oh, vielen Dank, meine kleinen Ponys. Und jetzt beruhigt euch wieder, das genügt für heute. Also wenn du und die Buntäpfel nicht gewesen wärt, würde Ponyville nicht existieren? Genauso ist das, kleines Fohlen. Wenn meine Granny Smith nicht gewesen wäre, dann gäbe es in Ponyville auch keinen Richies Hofladen. Sie hat recht. Ist ja unglaublich. Aber sie ist doch nur ein verrücktes altes Pony. Sie ist kein verrücktes altes Pony. Sie genau. ist das unglaublichste Pony in ganz Ponyville. So nämlich. Ich schäme für jemanden aus der Familie. Cool.
Cool, 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 schön. Das ist die beste Buntapfelmarmelade, die ich je gegessen habe. Bestimmt, weil du deiner Granny dabei geholfen hast, Äppelblum. Darauf könnt ihr wetten. Äppelblum ist eine richtig gute Buntapfelmarmelade-Köchin. Bin ich das? Sieht so aus, als wäre der heutige Familientag gut gelaufen. Aber sowas von. Meine Granny Smith ist was ganz Besonderes. Das hatte ich leider nur für kurze Zeit vergessen. Oh, nur keine Sorge. Ich vergesse ständig was. Und jetzt werde ich, Was wollte ich machen? Wer will mit Granny dem Wasser etwas vorsingen? Wir wollen! A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L, O, P, Q, R, Aber Dad! Nice. Tolle Folge, hat mir sehr gut gefallen. Am Anfang hat es sich so ein bisschen nur hingezogen oder das Verhalten auch von Äppelblum. Aber all in all, finde ich, ist es eine solide Folge gewesen. Zwei Folgen hintereinander, wo es so ein bisschen um die Geschichte der Stadt oder des Dorfes in dem Sinne geht. Oder um die Welt, in der ja die Serie spielt. Von daher sehr cool, hat mir sehr gut gefallen. Wie hat euch die Folge gefallen? Schreibt es sehr gerne unten in die Kommentare hin. Erneuert auch euer Ranking. Mal gucken, wo gleich die Geschichte von Ponyville gleich bei mir im Ranking steht. Von daher, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Ihr wisst es. Und dann bleibt mir noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.